didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier neue Raketen, eine Neuheit vom letzten Jahr 2020 von Nico. Wir haben hier die Bang & Scream Raketen. Wir haben hier vorne die Scream Raketen, sprich Pfeiffer Raketen, und hinten sind die Raketen mit Knall. Die Raketen haben eine Besonderheit, und zwar wurde hier kein Plastik an der Rakete selbst verbaut. Sprich, wir haben keine Verdeckungskappen in Plastik und wir haben auch keine Plastikköpfe. Das Set an sich ist natürlich in einer Plastikverpackung. Das hätte man vielleicht auch in Papierpackung machen können oder Papppackung. Zu den Raketen an sich, ich habe bezahlt 16 Euro und eine NEM haben wir hier von 100, 164 Gramm. Gekauft habe ich es auf jeden Fall bei Zündidee in der Einkaufstour letztes Jahr, die Unterstützungstour. Und dann würde ich mal sagen, geh mal raus zur Zündung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Und natürlich ein Like oder ein Kommentar, je nachdem, wie ihr das Video fandet. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung der Bang & Scream Rakete. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So, dann haben wir jetzt hier die neuen Bang & Scream Raketen, komplett plastikfrei, auch die Kappe. Dann fangen wir mal an mit den zwei blauen. Das sind jetzt die Bang sozusagen. Ja, ich muss sagen, ist der Himmel immer voll. So. Zweimal die Weißen. Was hast du? Ei, ei, ei. So, wir machen mal noch die Weiße und die Rote. Fick die Teile. So, dann machen wir weiter gleich mit den Scream-Raketen. Machen wir jetzt weiter mit den Scream. Haben wir jetzt die weiße und eine rote. Ich hab die. Okay. Ja, die sind recht leise. Hört sich fast hinaus an. So, die letzte Weiße dann noch. Für 16 Euro kommen sie ruhig mal mitnehmen.